Ah, der Millennium-Falke. Guck mal, das ist ein Jabba-Schild. Aber kein Jabba hier. Hilfe, die Mühle ist ja nur Schrott. Sie macht von außen nicht viel her. Aber sie hat echt was los, Junge. Okay, dann haben die leider die Diskussion mit ihm und Jabba nicht reingepackt. Weil die ist auch irrelevant eigentlich. Die wurde ja auch in dem Originalfilm ist sie ja gar nicht drin. Solange jetzt keiner abknallt, ist alles gut. Aufhält und abknallt. War ja in der Family Guy Parodie. Wir müssen die Kiste in die Luft kriegen. Jetzt! Ja. Und ja, wir kriegen das schon hier irgendwie hin. Du nimmst Cockpit-Kanone und Sensorschlüssel. Kapiert, Fellknäuel? Ja, aber ich will aber R2D2 spielen. Wir können den Aufzug in Position bringen. Okay. Stimmt, ist das wieder so eine Alternative, um die ganzen Sturmtruppler hier zu besiegen? Okay, dann halt nicht. Los, wir müssen den Vogel in die Luft kriegen. Nee. Denk mal oft so, auch cool, da sind bestimmt coole Sachen, um da irgendwas Cooles zu bauen oder so, keine Ahnung. Und dann ist da nix. Oh, warte. Das schon gerade bauen. Da. Oh. Was für eine Enttäuschung. Gong, gong. Hilft Chewbacca dabei, den Millennium Falken. Oh. Sieht mir so aus, als würden hier später noch mehr Gegner erscheinen. Oder auch nicht mehr. Okay. Ja, das wusste ich natürlich. Ich bin doch nicht doof. Oh. Ja. So immer das ist. Ja. Oh. Ja, das scheint wichtig zu sein. Soweit bin ich schon mal gekommen. Weg da. Ja. Okay. Der Falke repariert sich nicht von selbst. Okay. Da oben sind auch noch überall Sachen. Die Mission finde ich aber bis jetzt ganz lustig, um ehrlich zu sein. Ah. Welches Modell vom Falken ist das eigentlich? Ist das das große Modell oder ist das einfach so ein Standardmodell? Wo kommt die denn jetzt wieder her? Bring gefälligst die Kanone ab! Für Höflichkeiten haben wir jetzt keine Zeit, Kumpel. Sind immer so viele Sturmtruppen in Mos Eisley? Alte Angeln und Gegenstand mit der Macht anzuheben. Ich weiß nicht. Gewöhnlich gehe ich Gegenstand zu bewegen. Ach guck mal, hier sind auch die Machtdinger erklärt. Au. Oh. Oh. Mhm.
Okidoki. Aber ich glaube, so viel Besonderes ist hier auch nicht mehr, oder? Oder? Oh, die sind ja noch mehr. Hallo. Was? Greif dich gleich an. Haben wir denn den Herrn Luke? Hier haben wir den Herrn Luke. Ah, hallo? Nein, ach. Hau ab, Erzo! Wir müssen ihn abballern. Da. So, Luke kann hier ein bisschen... Hey! Kleidung sich bunkern. Sieht auch ein bisschen frischer aus. So. Aha, aha, aha. Was ist das? Hallo? Ah. Reicht das schon? Nur schon. Ah, das ist die Kuppel. Nee, das ist das Cockpit. Da bin ich Experte dran. So. Aua. Aua. So, dann wollen wir doch mal. Hä? Was? Ach, das war auch für die Gegner. Oh. Ja, das wusste ich doch. Natürlich wusste ich das, ja. Oder war dafür, was war das? Hä, aber wo soll ich das denn immer alles wissen? Ach, guck mal, hier brauche ich einen Gonk-Droiden. Ah, jetzt kann ich hier bauen. Aufgepasst mit dem Cockpit! Und verlier mir die Würfel nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen bestimmt die Gegner raus, damit ich eigentlich die Plattform da kaputt hätte machen können. Jetzt mich dich hier brüllen. So. Oh. Kann ich das hier bitte erstmal beenden? Nein, natürlich nicht. Da. Nee, hä? Oh. Panik. Okay. Das ist geil, dass Luke diese ganzen Widerstandssachen oder hier Rebellensachen machen kann. Obwohl er ja noch gar nicht bei der Rebellion ist. Oh, noch nicht. Spoiler. Oh. Die Mission ist aber echt lang diesmal, ne? Also so im Verhältnis so zu den anderen Sachen. Wir haben noch kein einziges Minikit dafür, dass ich hier eigentlich gar nicht mal so wenig mache, so, weißt du? Oh, wenn man vom Minikit redet. Schön, dass wir wenigstens einen Kyberkristall schon haben. So, was brauchen wir hier? Ah.
Ach, guck mal, noch einen. Zwei. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Kyberkristalle kriegen. Das wäre ganz hilfreich. Muss ich da hoch? Ah, ein Brücke. So, dann zeige ich mal her, was gibt's hier? Oh. Ja, schön. Chewbacca, die neue Sensorschüssel ist bereit zur Installation. Die geht auch, glaube ich, in fast jedem Film kaputt oder so, ne? Finde ich auch mega geil. Wisst ihr, was so eine Schüssel kostet? Hört auf, darauf zu schießen! Okay. Ach ja. Wo ist die Mission auch eigentlich, ne? Ja. So, da ist er, der R2. So, mach mal zu, die Kacke. Oh. Du, ich muss ja immer noch drücken. Hä? Oh. Oder so. Und zu die Kacke. Na, ist noch ein Sturmtruppler unterwegs. Oh. Wo ist der? Genau, das müssten wir schon gemacht haben, ne? Ist hier noch irgendwas Besonderes oder so? Aha. Ich glaube, das ist tatsächlich sogar das große Lego-Modell. Und jetzt können wir einsteigen. Oh. Die Rampe muss runter, sonst machen wir es nicht mehr lange. Repariere es aber richtig. Wir müssen in einem Teil hier rauskommen. Nicht in 7000 kleinen. Da ist der. Komm da leider nicht dran. Ah, jetzt haben wir ihn. In die Hose. Danke. Wo ist eigentlich der... Hier lief ein Gonk-Droide rum. Ich weiß ja nicht wo. Den hätte ich eigentlich gerne genommen. Um hier mal zu gucken, ob man da vorne was machen kann.
So. Da ist er. Ich bin gespannt, ob wir damit irgendwie was Interessantes machen können. Gong, gong. Ah, warte mal, ich glaube, ich brauche sogar zwei oder so dafür, ne? Wir haben die Rampe schon fast unten. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch was Interessantes passiert. Ah. Langsam und gemächlich. Komm, jetzt will ich den zweiten Gong-Druiden aussuchen. Oh, warte mal, wir nehmen mal Luke. Ja, können wir was ausprobieren. Eins von drei, was? Eins von drei irgendwas haben wir geschafft. Können wir eigentlich, wenn wir jetzt die Maske aufhaben? Nein, können wir nicht. Vielleicht brauchen wir auch die komplette Ausrüstung. Ne, ich glaube, das bringt jetzt auch nicht mehr viel. Ne, dann lass jetzt los. Ach doch, hier ist einer. Hallo? Hm, dann halt nicht. Egal. Die Mission fand ich nett. Auch wenn die ein bisschen lang gezogen war. Aber den fand ich ganz nett. Nein! Schnallt euch an, ich mach jetzt den Sprung durch die Lichtmauer. Also irgendein Film, ich glaube der Solo-Film hieß doch als Projektname Project Cup oder sowas. Oh oh. Die Musik. Das ist eigentlich aus Episode 6, glaube ich, ne? Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Ja. Wo ist es? Vernichtet. Vom Imperium. Er fliegt auf den kleinen Mond zu. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Viel zu groß für eine Raumstation. Oje, oje, oje. Verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Die Aussage habe ich übrigens auch nie verstanden mit dem, es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Die Augen verschließen. Die Blume. Niemand an Bord, Sir. Schick einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Winkel durchsucht haben. Jawohl, Sir. Ich fühle etwas. Eine Präsenz. Wie ich lange nicht mehr. Nein. Das war's nicht. Ja, ja, nein. Ja, ja, das. Nein. Ja. So vertraut. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir. Ja, Leute. Die Schrottmühle. Level abgeschlossen, dafür ein Kyberkristall. Dass der Luke nicht spürt, der Vader schon auch irgendwie komisch so. Oh, nur ein paar Dinger hat mir gebraucht. So. Wert nicht überheblich. Schuhe bringen uns hier raus und abgekochte Schuhe wieder zweimal leider nicht gekriegt. Oh, naja. Minikits haben wir, ich glaube zwei, ne? Hätten wir Mini-Millennium-Falken kriegen können. Apropos Millennium-Falken, soll ich euch mal was mega witziges sagen? Okay, Handsturmtruppler und Millennium-Falken. Da ich nicht verkleidet bin, sollte ich besser so. Abstand von diesem Kollegen halten. Luke-Sturmtruppler. Han Solo-Sturmtruppler. Ja, genau, wir können hier also jetzt so ein bisschen rumlaufen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hier zählt sogar als, ja, als Welt. Das könnte man später ja auch noch erkunden. Damals, als ich angefangen habe, so Lego, auch generell Star Wars-Sachen zu sammeln, da war so ein Prospekt war das von irgendeinem Videospielmagazin und da war dann halt auf der Millennium Falke. Und mal, ich weiß gar nicht, ob das meine Oma, meiner Mutter war, das so, Millennium, das ist doch was Besonderes, das ist doch bestimmt selten. Ich so, das Ding heißt so, ja, das heißt so, es ist doch bestimmt ein seltenes Ding. Millennium heißt doch, ist doch für 2000 und so, das ist doch ganz besonders. Das muss Mustafa sein? Die wollten unbedingt, dass ich mir das halt hole. Also, ja. Ich habe mich tatsächlich aber auch gewundert, weil ich kannte den nur als der rasende Falke, so. Und dann Millennium Falke, das war schon so ein bisschen komisch dann. Da dachte ich mir aus, hä, ist das jetzt ein limitiertes Ding davon, oder was? Das ist total lustig, so. Boah, der Millennium Falke ist ja voll selten, ne? Ach, da muss ich sogar durch. Ich soll mich im Kontrollraum melden, aber die dumme Tür klemmt schon wieder.
mal einen braucht. Ein Wartungsdroide? Ich kenne einen Droiden. Okay. Mit den Eimern auf dem Kopf sollten wir am Terminal vorbeikommen. Dem Eimer. Ach, hier geht das jetzt plötzlich. Oben, links, oben, oben. Oben, links, oben, oben. Naja, das war schon damals lustig, als ich so gesagt habe, ja, ich möchte einfach zu Geburtstag Star Wars haben. Ja, was kriegst du denn da? Und ich habe Sachen bekommen, wo ich mir heute so denke, warum habe ich die gekriegt? Also hauptsächlich Lego halt, ja, aber das waren schon irgendwie so Sets, wo ich mir so heute gedacht, boah, die will ich mir nie selber kaufen. Ach guck mal, sogar ein bisschen anspruchsvoll, jetzt sind das mehr Dinger. Drück drauf. Ah, und jetzt muss das andere Ding angehen, ne? So läuft das hier also. Wieder da auch die. Der so, wir brauchen einen Wartungsdruiden, anders geht das nicht auf. Ich klopp aber mal weiter, vielleicht geht's dann trotzdem irgendwann. Ich frage nicht, ob die als Interior. Obwohl im zweiten Todesstern ist bestimmt gar nichts so besonders. Aber warum ist das hier alles zu? Ist das nur so zu oder. Ne, da wird mir ein Gang angezeigt eigentlich, oder? Doch, da wird mir was angezeigt. Seht ihr, da sind ja auch Leute. Das ist die Kantina. Die haben Frösche. Die essen Frösche da hinten. Schokofrösche. Hätte ich auch sein können. Der Klassiker. Ich sag mal, wenn ich keinen Nerv mehr habe, dann hau ich auch irgendwann dagegen. Ich bin ja ehrlich, ich bin auch so einer. Aber bei mir dauert das halt echt lange, bis ich da wirklich dann dagegen hau. Da muss ich schon so einen Nervenzusammenbruch haben, halben. So, ein betörend.